Willkommen zum Tagessegen. Im Lukasevangelium heißt es: Jedem, der ein Wort gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Ich sage Ihnen dieses Wort aus dem Lukasevangelium, weil ich viele E-Mails bekomme, die mich fragen, was das bedeutet, diese Sünde gegen den Heiligen Geist. Und manche, die auch diesen Segen hören, die möchten diesen Segen empfangen, weil sie in der Tiefe eine Angst haben, dass sie vielleicht auch gegen den Heiligen Geist gelästert haben. Aber was heißt das eigentlich, gegen den Heiligen Geist lästern, die Sünde gegen den Heiligen Geist? Das bedeutet, dass ich nicht will, dass der Geist wirkt. Und jetzt mal ganz ehrlich, hat das jemand von Ihnen schon mal gesagt? Oder hat jemand von Ihnen schon mal gesagt, ich glaube gar nicht, dass der Heilige Geist wirken kann? So mit dieser Inbrunst hat das keiner gesagt. Zweifeln? Ja. Fragen? Ja, wo bist du, Heiliger Geist? Und vielleicht sogar schreien im Heiligen Geist. Und das hat Jesus ja getan. Voll des Heiligen Geistes hängt er am Kreuz, schreit zum Vater. Und dann heißt es, und Jesus gab seinen Geist auf. Und dieser schmerzerfüllte Geist, den Jesus gefüllt hat mit dem Kreuz, den hat er an Pfingsten gesandt, auch in ihr Kreuz hinein. Und da bleibt der Geist gegenwärtig und wirkt jeden Tag neu seine Wunder. Es segne sie der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.